willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video sortiere ich meine Schuhe aus, wie ihr sicherlich unschwer erkennen könnt. Ich bin da völlig fertig. Als die Schuhe hier aufzureihen, war wirklich viel anstrengender, als ich dachte. Es ist gerade immer noch Lockdown. Ich bin sehr unmotiviert für alles, aber ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr kriegt nichts auf die Reihe und seid einfach mega unmotiviert. Bringt aber mal alle eure Schuhe in euer Zimmer oder ins Wohnzimmer und dann müsst ihr sie aussortieren, ob ihr wollt oder nicht. Und ich finde auch, es ist ein guter Start, mit Schuhen anzufangen, wenn man seinen Kleiderschrank aussortieren will, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen Angst hat, essstörungstechnisch oder so. Weil, Barney, ich hoffe, er ist jetzt nicht zu laut, weil natürlich Schuhe jetzt mit einer Gewichtszunahme an sich nicht so viel zu tun haben. Normalerweise Barney! Ja, er ist gerade sehr aufgeregt und spielt jetzt mit dem Papier, das in den Schuhkartons drin war, ja. Ich bin gerade sehr ein bisschen geschockt, wie viele Schuhe ich doch habe. Da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ich muss auch sagen, ich habe Schuhe schon immer sehr gerne gekauft. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich nur noch von Kleiderkreise Schuhe gekauft. Aber ich muss auch sagen, als ich gerade meine Schuhe so aufgestellt habe, habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt. Sonst war ein richtig bedrückendes, belastendes Gefühl. Ich habe mich richtig eingeengt gefühlt und das zeigt mir auf jeden Fall, dass es nicht mehr gut ist in meinem Konsum hier gerade, weil sonst würde ich mich ja gut damit eigentlich für den Normalfall, aber ich fühle mich nicht mehr wohl damit, wie viele Schuhe ich habe. Und deswegen wird jetzt auf jeden Fall aussortiert. Ich habe alle meine Schuhe hergeholt, beziehungsweise ich bin sicher, dass irgendwie bestimmt noch ein paar fehlen, die irgendwo rumfliegen. Ein, zwei Paar werden es bestimmt noch fehlen, aber sind erstmal fast alle meine Schuhe. Ich habe jetzt alle hergebracht, die ich gefunden habe. Und ich werde sie jetzt auch nicht alle anprobieren, sondern ich werde es erstmal aussortieren. Und ich werde mir bestimmt nicht bei allen ganz sicher sein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, dass eine ganze Menge weg kann. Und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. So, wie man sieht, habe ich sehr viele schwarze Schuhe. Ich weiß, sie sieht man jetzt nicht so gut wegen dem Licht, weil ich habe jetzt angefangen zu filmen. Es ist jetzt 17 Uhr. Ich hoffe, dass ich dieses Video noch fertig bekomme bei Tageslicht. Aber ich hätte, wie gesagt, echt nicht gedacht, dass es so lange dauert, alle meine Schuhe hinzustellen. So, wir beginnen mal direkt hier mit denen hier, die neben mir stehen. Das sind relativ hohe Schuhe. Schwarz mit einem braunen Absatz. Die werde ich aussortieren, weil die mir einfach zu hoch sind. Die sind nicht bequem. Und deswegen kommen sie weg. Diese Schuhe hier, mit denen ist es schon ein bisschen schwieriger, die mag ich sehr gerne. Die habe ich von meiner Mutter geerbt. Die sind vorne so ein bisschen eckig, haben eine schöne Schnürung, haben auch einen schönen Absatz. Ich finde die sehr, sehr schön. Aber ich konnte die früher sehr gut tragen, aber vor ein paar Jahren hat sich irgendwas verändert und seitdem tun mir ganz viele Schuhe weh, beziehungsweise sie reiben auch meine Haut auf. Ich blute dann ganz doll, obwohl ich mit den Schuhen vorher gut gehen konnte. Und bei denen war das auch so. Die habe ich immer, mit denen konnte ich immer gut laufen, aber plötzlich haben diese Schuhe auch meine Füße aufgerieben, ich hatte dann Wunden und so, aber ich werde es gleich mal versuchen mit denen, weil ich die eigentlich sehr, sehr schön finde, deswegen behalte ich die erstmal. So, diese Schuhe hier, oh, Ladekabel, das sind ziemlich schwere Boots, habe ich auch im Kleiderkreise. Die werde ich behalten. Ich finde sie zwar überhaupt nicht, also ich finde sie okay, aber ich finde sie jetzt nicht super schön. Aber jetzt im Winter, wo es nochmal richtig kalt war, waren es die einzigen Schuhe, die ich wirklich tragen konnte. Die sind zwar auch sehr groß, da muss ich zwei Paar Socken dran anziehen, aber die haben mich warm gehalten. Ich habe sonst nicht sehr viele Schuhe, die mich warm halten. Leider sind die auch schon ein bisschen kaputt, nicht mehr so schön, wie gesagt, auch schon gebraucht gekauft, aber sie sind halt wirklich, gehören zu den wenigen Schuhen, die ich habe, die wirklich mich warm halten. Flache schwarze Schuhe, Reißverschluss hinten, habe ich selten getragen, gefallen mir nicht wirklich und deswegen werde ich ziemlich sicher aussortieren. Ich werde mir die später auch nochmal mit meiner Mutter zusammen angucken, nochmal alle wahrscheinlich einmal anprobieren, aber sehe ich gerade irgendwie nicht so. Das sind so Halbschuhe mit Absatz vorne zum Schnüren. Finde ich schön, werde ich behalten. Diese Schuhe habe ich mir von H&M gekauft. Die sind relativ hoch. Und aber auch sehr, sehr, also sehr, wie sagt man das? Starr, so. Und man hört es auch schon, das ist ganz komisches Material. Ich hatte die, glaube ich, einmal an. Aber die fühlen sich einfach nicht gut an. Vielleicht muss man die einlaufen. Aber dafür sind die mir auch einfach, also die sind irgendwie nicht sehr hochwertig. Vor allem sind die mir dafür einfach zu hoch, um sie einzulaufen. Und deswegen werde ich sie, obwohl ich sie immer hatte, aussortieren, weil die machen mich nicht glücklich. Die sind vorne so ein bisschen spitz, finde ich auch. Ich finde sie sehr schön. Aber sie machen mich nicht happy und ich liebe hohe Schuhe. Barney, in richtig flachen Schuhen laufe ich auch so gut wie nie rum, weil ich mich da einfach nicht wohl drin fühle. Aber das muss halt eine Höhe sein, in der ich mich gut fühle. Die Katze macht so einen Lärm. Und wenn die Schuhe zu hoch sind, fühlt sich mich nicht mehr gut an, dann tun noch meine Knie weh. Und das macht dann für mich auch gar keinen Sinn. Das muss eben nur die richtige Höhe sein. Diese Schuhe hier sehe ich gerade, die werde ich auch aussortieren. Die sind zwar auch innen so ein bisschen fällig gefüttert, aber die finde ich auch einfach nicht schön. Die machen mich nicht glücklich und ich brauche jetzt nicht mega viele Schuhe, die irgendwie zwar warm sind, aber mich nicht glücklich machen. Von daher können die hier auch weg. Das hier sind Schuhe aus echtem Leder. Würde ich heute niemals mehr kaufen, aus ethischen Gründen.
Habe ich aber vor vielen, vielen Jahren mal gekauft. Oder ich glaube, meine Mutter hat mir sogar noch gekauft. Und deswegen werde ich sie jetzt auch erstmal behalten, weil ich habe sie jetzt halt. Sie sind auch nicht mehr so gut in Schuss, aber vielleicht mal drüber nachdenken, was ich damit dauerhaft mache, weil eigentlich machen die mich nicht mehr so happy, aber ja. Diese Schuhe hier werde ich jetzt, glaube ich, aussortieren. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich einige Schuhe jetzt noch einmal anziehen werde, gucken, ob mir die wehtun, ob ich mich damit gut fühle. Und wenn ich mich nicht gut fühle, kommen die weg. Und die auf jeden Fall, glaube ich, auch, die werde ich noch mal einmal anziehen. Aber ich glaube, mit denen fühle ich mich einfach nicht mehr gut. Ich habe die jahrelang jeden Tag getragen, die sehr doll geliebt, da sind sie auch noch in einem sehr guten Zustand, auch so Stiefel. Mit ein bisschen Absatz, die sind auch super bequem und so. Aber ich habe die auch seit Jahren nicht mehr getragen, irgendwie machen die mich einfach nicht mehr glücklich. Und wenn sie mich nicht mehr glücklich machen, müssen sie auch nicht in meinem Schrank sein. So, vielleicht ist es der Zeitdruck, vielleicht aber auch einfach, weil ich gerade so unglücklich mit den ganzen Schuhen bin. Ich habe das Gefühl, ich komme echt ganz gut voran. So viel Schuhe braucht einfach kein Mensch. So, Alter, mit diesen hier. Die habe ich echt selten an, weil die natürlich auch sehr speziell sind, nicht zu allem passen. Das sind so weiße Schuhe mit Absatz, Reißverschluss. Aber ich finde die doch ganz schön, hatte ich auch schon ein paar Mal an, deswegen behalte ich sie. Diese Schuhe hier sind meine neuesten. Die, damals jetzt eine lange Geschichte, habe ich Kleiderkreise gekauft. Da wurde ich leider über den Tisch gezogen, habe sie nie bekommen. Dann habe ich sie nochmal von einer anderen Frau auf Kleiderkreise gekauft. Die sind so in Leder-Op- Lackoptik. Und weißen Schnürsenkel finde ich sehr, sehr schön. Behalte ich natürlich auch. Dann haben wir hier noch Stiefel, die habe ich von meiner Mutter geerbt. Die sind so dunkelbraun mit einer Schnürung vorne. Ich hoffe, die sieht man einigermaßen gut. Finde ich sehr schön, behalte ich natürlich auch. Und diese Schuhe habe ich auch vom Kleiderkreisel. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, im Januar gekauft. Das ist so eine Samtoptik, glaube ich. Mit solchen Blumen hier. Die sind auch sehr hoch, aber da sie hohen Plateau haben, sind sie noch relativ bequem. Finde ich super schön und behalte ich auch. So, die habe ich ebenfalls von Kleiderkreisel. Ich hoffe, die sieht man. Ich habe da auch schwarz an. Gar nicht mal so schlau von mir. Die sind vorne hier so. Genau, nur gebunden. Haben jetzt hier keine. Wie heißen diese ganzen Wörter? Ich bin so durch heute, echt. Aber die, ja. Obwohl hier bei dem einen Schuh schon beide von diesen Enddinger am Schnürsenkel abgegangen sind. Schnürsenkel kann man ja ersetzen und ich liebe die Schuhe wirklich sehr. Und daher behalte ich die auf jeden Fall. Dann habe ich auch nochmal Boots in so einem lilanen Metalloptik. Finde ich super schön. Behalte ich. Nochmal Boots mit rosanen Blümchen. Die werde ich auf jeden Fall auch mal anziehen und dann gucken, weil ich hatte die tatsächlich noch nie an. Ich habe die jetzt bestimmt schon ein Jahr. Ich muss die nicht mal anziehen. Ich finde die eigentlich schön, aber sind eben auch so speziell, passen nicht zu allem. Aber auch wenn ich den einen Jahr nicht anhatte, ich werde mir das Video in einem Jahr nochmal angucken und alle Schuhe, die ich nicht anhatte, kommen dann weg. Bei diesen Schuhen hier bin ich auch sehr lange überlegen. Ich glaube, die ziehe ich auch nochmal an und gucke dann, wie ich mich damit fühle. Die sind so bräunlich-gräulich. Auch noch in relativ gutem Zustand. Sind so Stiefel. Hatte ich früher auch oft an, aber jetzt seit 2 Jahren bestimmt nicht mehr. Ja, diese Schuhe, ich glaube, die werde ich auch nochmal anziehen, aber die kommen wahrscheinlich weg. Die kann man entweder halt so tragen, sind so Stiefel. Oder man kann das hier umschlagen. Übrigens, dieses Video ist hier gleichzeitig auch eine Schuhsammlung. So finde ich sie zwar echt sehr schön, aber ich glaube, die waren sehr unbequem. Also an sich waren die gemütlich, aber meine Füße hatten damit irgendwie Probleme. Deswegen kommen die wahrscheinlich auch weg. Aber wie gesagt, werde ich noch einmal anprobieren. Kann ich euch nur empfehlen, macht mal eine Kiste mit Schuhen, die ihr einen Tag tragt und dann wisst ihr danach, ob ihr sie behalten wollt oder nicht. Glaubt mir. So, diese Schuhe hier werde ich auch, glaube ich, noch einmal tragen. Die finde ich eigentlich auch sehr schön. Ich habe die auch geerbt. Die sind so Halbschuhe, kann man auch so umklappt tragen, zum Schnüren. Finde ich sehr schön, aber hatte ich irgendwie auch noch nie an aus irgendeinem Grund. Werde ich auch einfach einmal tragen. So. Langsam habe ich hier gar keinen Platz mehr. Auch diese Schuhe werde ich wahrscheinlich nochmal tragen. Die habe ich auch einen Winter komplett geliebt. Aber habe sie jetzt auch schon 2 Jahre nicht getragen. Muss ich mir auch mal angucken. Ich tendiere aber dazu, sie zu behalten. Ehrlich gesagt. So, diese Schuhe sind ziemlich hoch. Aber ich würde sagen, das ist noch an meiner Grenze, weil die auch relativ bequem sind eigentlich. Für super lange Spaziergänge würde ich die nicht tragen. Aber ich mag die eigentlich sehr gern, auch von Kleiderkreisel. Deswegen behalte ich die. Diese Schuhe hier mag ich sehr. Das ist so eine Lackoptik. Auch viele Schuhe mussten mal wieder geputzt werden. Das ist auch eine klare Sache. Das mag ich dann, bevor ich sie wegräume. Finde ich sehr schön, behalte ich. Sind zwar ein bisschen klein, aber ja. Das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Die habe ich fast jeden Tag an. Ach so. Zum Schnüren haben ein Plateau und einen Absatz. Die liebe ich über alles. Die sind super bequem. So, diese Schuhe hier sind sehr hoch und sehr unbequem. Die haben so einen richtigen Reißverschluss und einen Fake-Reißverschluss, finde ich auch ein bisschen sinnlos. Und die werde ich aussortieren, weil sie einfach nicht bequem sind. Und wenn ich sie nicht bequem finde, dann trage ich sie auch nicht. So, was haben wir hier? Das sind so Keilabsatzschuhe, würde ich heutzutage nie wieder kaufen, habe ich ja früher mal gefeiert.
Die sind, fühlen sich aber gar nicht mehr gut an, die sind in keinem guten Zustand mehr und ich werde sie auch nicht mal anziehen, deswegen kommen sie weg. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. So, ich habe hier gar keinen Platz mehr. So, ich hoffe, ich schaffe es noch, dieses Video bei Tageslicht fertig zu drehen. Diese Schuhe, die sind auch leider sehr dreckig gerade. Aber das sind auch so Schuhe zum Schnüren, die sind sehr tief noch. Und haben auch einen kleinen Absatz. Ich glaube, die werde ich auf jeden Fall nochmal anprobieren, habe ich den, also auch nochmal einen Tag tragen. Aber ich tendiere dazu, die zu behalten, weil ich die eigentlich ganz hübsch finde, aber ich hatte die auch noch nicht an. Die Schuhe hatte ich zwar auch länger nicht mal, aber die finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Deswegen behalte ich die auch. Diese Schuhe hatte ich auch länger nicht mehr an. Und die kommen weg, weil es macht einfach auch keinen Sinn mehr. Mit den Schuhen hier weiß ich echt nicht, weil die sind sehr ähnlich. Einmal den hier und einmal den hier. Ich glaube, man sieht eindeutig die Ähnlichkeit. Der ist halt flach, aber hat auch sehr viel Plateau. Und hat einen Absatz. Für die hier sind meine Füße ein Tick zu kurz, aber ich finde, es geht noch. Aber es ist nicht optimal leider, aber ich behalte sie trotzdem. Bei denen hier bin ich sehr am Struggeln. Weil auch da wieder, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt wirklich an meinen Füßen, nicht an den Schuhen. Aber ich habe die 20 Minuten getragen, hatte danach hier vorne zwei Blasen und hier eine Blase. Obwohl die eigentlich nicht zu klein sind. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, was man da machen kann, bitte gebt sie mir. Ich werde es mal versuchen, ob ich da nochmal irgendwas hinkriege. Aber wenn die Schuhe mir wieder wehtun, muss ich sie aussortieren. Ich hätte auch vom Kleiderkreisel. Ich habe auch vom Kleiderkreisel. Hab ich das im Sommer gekauft. Ich liebe die eigentlich sehr. Die passen auch perfekt. Aber ja, muss ich nochmal gucken. Weil wenn die mir wehtun und mir wirklich richtig die Füße kaputt machen, macht das ja auch gar keinen Sinn. So. Dann haben wir meine Schuhe zum Laufen. Meine Laufschuhe brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich aber eigentlich auch immer neue. Habe ich ehrlich gesagt auch vom Kleiderkreisel. Ich weiß, das darf man eigentlich keinem Läufer sagen. Die habe ich auch schon ewig. Mit denen laufe ich irgendwie nicht so gerne, aber sind auch Laufschuhe, die ich auf jeden Fall behalten werde. Weiße Turnschuhe habe ich auch erst ein paar Mal getragen. Ich trage, wie gesagt, super ungern eigentlich flache Schuhe. Was absurd ist, wenn man sieht, wie viele Turnschuhe und so habe ich habe. Aber naja, die will ich auch noch behalten, weil ich die noch nicht so lange habe. Ich schwenke mal rüber mit der Kamera. So, jetzt geht hier richtig los. Damit werde ich mich aber echt schwer tun, denn ja, diese Schuhe finde ich mega schön. Aber ich habe sie halt noch nie getragen. Ich werde diese Schuhe jetzt behalten, weil ich nicht alle meine Schuhe dass ich aussortieren kann. Aber wenn ich den einen mal nicht getragen habe, wie gesagt, kommen die weg. Habe ich hier noch Chucks. Ich weiß nicht, die sind grau, glaube ich. Ne, die sind grau. Habe ich zweimal. Ah, hier. Die sind hoch und die sind niedrig. Okay, hoch. Hohe, dunkelblaue Chucks behalte ich. Die niedrigen hier da, die nicht hoch sind, behalte ich auch, weil ich die eigentlich ganz schön finde. Die grauen Chucks sind ungetragen und kommen weg, weil es macht nämlich einfach keinen Sinn. Jetzt struggle ich schon wieder mit mir. Okay, die behalte ich, weil ich mag die, die hoch sind, mehr als die, die tief sind. Das sagt man doch so nicht, oder? Die roten behalte ich auch. Dafür kommen die hier weg. Weil ich die einfach nicht mag, ehrlich gesagt. Die sind total dreckig, wenn ich die renoviere, dann die können in den Mülleimer. Ich glaube, werde ich die behalten oder nicht? Die kommen auf jeden Fall weg, weil die mag ich am wenigsten von den weißen. Die werde ich noch behalten, weil ich die ehrlich gesagt ganz schön finde. Ich weiß, werden jetzt viele nicht verstehen. Die behalte ich auch, weil die mal was anderes sind. Die kommen weg, weil auch die finde ich irgendwie nicht so schön. Ich kann euch da jetzt echt keine Begründung geben, das ist einfach nur ein Gefühl. Da muss auf jeden Fall was weg, aber wie gesagt, wenn ich den einmal nicht habe, kommen sie weg. Hier bin ich auch sehr am Struggeln, weil die habe ich super gern getragen. Einen Sommer wirklich ständig, aber die sind mittlerweile so gelb, okay, die müssen in den Mülleimer. Ups. Gut, was haben wir denn hier noch? Zweimal schwarz. Dann hier nochmal schwarz. Das ist ja Quatsch. Ich mag eigentlich, wie gesagt, so höhere Schuhe lieber. Aber die hatte ich auch ewig nicht mehr an, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe denen nochmal eine Chance. Vielleicht trage ich die nochmal einen Tag und gucke weiter. Ich glaube, die hier kommen weg. Die sind halt wieder so eher tief sind. Sieht man überhaupt, was ich hier gerade mache? Ich hoffe es. So. Ich glaube, die weißen behalte ich erstmal. Wie gesagt, ich gucke, ob ich die trage und wenn nicht, kommen die auf jeden Fall weg. Ich bin noch ganz am Struggeln hier. Ich habe noch rote und dunkelblau, die habe ich auch noch nie angehabt. Die sind aber so schön günstig, dann nimmt man sie halt mal mit. Aber so eine Scheiße mache ich auf jeden Fall nicht mehr, weil das bringt mir gar nichts. Ich bin da überlegen gerade. Ich glaube, die blauen kommen weg, weil ich habe hier schon die blauen. Und es ist Quatsch, ich trage nicht ständig blau. Die roten behalte ich jetzt nochmal, die mit den Blümchen da hinten, die hier behalte ich auch, weil die finde ich halt von Emily echt auch ganz schön so. Leider aber noch nie getragen. Dann haben wir hier einmal silberne und einmal bronzefarbene, auch die so glänzend sind, finde ich super schön, die Schuhe. Habe ich echt selten an,
Muss ich auch mal gucken, ich glaube, der letzte Mal auch wehgetan. Wenn sie wehtun, kommen sie da eigentlich weg, aber eigentlich nicht sehr schön. Die hier, da bin ich jetzt auch gerade überlegen. Die will ich noch einmal tragen. Und wenn sie mich nicht glücklich machen, kommen sie weg. Halte ich auch wirklich ewig nicht mehr an. So. Bevor wir zu den High Heels kommen, kommen wir jetzt mal zu den Flipflops und Sommerschuhen. Das sind so Sandalen. Nach denen habe ich sehr lange gesucht, weil ich irgendwie Sandalen wollte wieder für den Sommer. Hatte ich auch nicht so oft an, aber ich finde sie trotzdem noch ganz schön. Ich mag halt offene Schuhe eigentlich nicht so, aber im Sommer, wenn es mega heiß ist, muss man irgendwas tragen. Ich trage dann meistens die im Hochsommer. Die habe ich mir erst Ende letzten Sommer gekauft. Warm sind auch nicht so bequem, vielleicht kann ich noch eintragen. Ich finde nämlich eigentlich super, super schön. Schwarze Ballerinas, bin ich auch noch überlegen. Ich glaube, die behalte ich erstmal, weil es basic, das kann man eigentlich immer gebrauchen, aber ich werde sie nochmal anprobieren und wenn ich sie nicht trage, dann trage ich sie nicht. Ich war ja früher eine Zeit lang sehr intensive Ballerina-Trägerin, aber irgendwie ist es nicht mehr so eine Mode und ich trage es wohl irgendwie nicht mehr, obwohl es mir jetzt eigentlich egal ist, dass es eine Mode ist, aber gut. Flipflops. Was ich euch übrigens auch empfehlen kann, wenn ihr gerne aussortieren möchtet, aber nicht so Motivation habt, guckt euch mal diese Aussortierserien an, von irgendwie Marie Kondo und so. Meine Mutter hat es gerade geguckt auf Netflix und irgendwie motiviert einen das schon. Puh, weiter geht's. Die werde ich aussortieren. Die finde ich einfach nicht mehr so schön. Dafür werde ich die hier behalten. Wie gesagt, ich trage super selten Flipflops, aber ich mache sie ja trotzdem. Die finde ich auch ganz schön. Deswegen behalte ich die auch noch. Hier habe ich einen Schuh, zu dem ich keinen zweiten gefunden habe. Die sind so ähnlich wie die hier. Muss ich auch nochmal versuchen, die zu tragen, weil habe ich auch noch nie angehabt, weil ich einfach nicht so gerne offene Schuhe trage. Ich glaube, ich werde versuchen, die nochmal zu behalten. Wie gesagt, werde ich nochmal einen Tag tragen, wenn es wirklich warm ist. Und wenn ich sie nicht mag, dann kommen sie weg, wenn sie mich nicht glücklich machen. Aber da habe ich nur noch einen, kann eh weg. Diese Schuhe hier waren noch nie besonders bequem. Ich weiß nicht, ob ich sie gekauft habe. Ich finde sie auch jetzt nicht super schön, weil da kommen sie auch weg. Diese Schuhe finde ich zwar schon ganz schön, aber die sind einfach auch nicht mehr so schön. Also die sind halt schon ein bisschen alt und auch ein bisschen dreckig schon. Deswegen kommen die auch. Mal gucken, ob man die waschen kann. Muss ich mal schauen. Und das hier sind auch so Badeschuhe. Die hatte ich an, als ich mal irgendwie in einer Therme war. Die finde ich eigentlich auch ganz schön. Sind halt so aus Gummi, von daher halten die sich auch ganz gut und die behalte ich noch. Jetzt habe ich, glaube ich, Sachen, die ich behalte, die nicht behalte, miteinander geworfen. Das hier kommt alles weg. Oder bekommt noch eine letzte Chance von mir. So. Wow, das ging jetzt doch ganz schnell eigentlich. Diese Schuhe liebe ich sehr doll. Ich hatte erstmal meine Mutter, da habe ich sie mir ein paar Mal ausgeliehen. Da meinte sie, bitte aufstehen, mit meinen Schuhen in den Club zu gehen. Und dann habe ich mir die gekauft. Die sehen auch echt übel aus. Die haben schon irgendwie teilweise Glassplitter unten in den Sohlen, die ich da reingetragen habe im Club. Aber ich liebe die Sälsen von Tamaris. Das sind wunderschöne High Heels, die auch echt gar nicht mal so unbequem sind, weil die auch vorne halt zum Zumachen sehr gut sind. Diese Schuhe habe ich mir auch erst letztens gekauft. Die sind einigermaßen bequem. Klar, sie sind noch hoch, haben so doch dasselbe Plateau, deswegen sind sie nicht ganz so schlimm. Aber ich finde die vor allem so schön, werde ich auf jeden Fall behalten. Ja, das kann jetzt bestimmt verwirrend. Ich liebe diese Schuhe von der Optik her. Sie haben auch gar nicht einen so hohen Absatz. Aber ich habe mir die damals von H&M gekauft und die gab es nicht mehr ganz in meiner Größe. Dachte ich, das wird schon gehen. Habe sie aber nie angehabt, habe sie auf Kleiderkreise gefunden in meiner Größe. Meine Größe ist jetzt hier bei diesen Schuhen 36, normalerweise 36, 37, 38. Aber ja, die 37er kommt weg. Die habe ich auch bei Kleiderkreise schon reingestellt. Falls ihr die so gerne kaufen möchtet, macht das gerne. Die sind wirklich in einem sehr guten Zustand. Ich glaube, die habe ich einmal getragen. Die hat hier eine ganz kleine Macke, habe ich auch dokumentiert, aber. Diese High Heels hier sind echt brutal. Ich würde die so nie wieder kaufen, aber ja, die haben echt eine echt schöne Farbe und deswegen werde ich sie, glaube ich, noch behalten. Aber auch da werde ich mir echt überlegen, was ich mache. Vielleicht gucke ich auch nochmal, ob die mir noch einigermaßen passen. Weil wenn High Heels nicht perfekt passen, kann man es eh vergessen. Und mit denen hier. Ich glaube, die werde ich auch einfach aus nostalgischen Gründen behalten. Als ich ganz jung war, so 14, 15, habe ich es geliebt, High Heels zu kaufen und rumzurennen. Aber heutzutage ist es mir dann doch lieber, dass es halbwegs bequem ist. Wie gesagt, ich liebe hohe und schöne Schuhe sehr, sehr doll. Aber das muss auch irgendwie in einem Verhältnis stehen zu Bequemlichkeit und wie ich mich damit fühle. Aber erstmal dürfen sie bleiben. Ich habe immer noch wahnsinnig viele Schuhe. Wie gesagt, alle, die ich in einem Jahr nicht hatte, kommen weg. Bei vielen werde ich auch mal gucken, wie ich mich damit fühle, ob ich mich da wohl drin fühle, ob die zu meinen Outfits passen, ob ich mich einfach gut fühle, aber auch mit der Bequemlichkeit hier, ob die mir zu eng sind oder zu weit, ob ich damit gut laufen kann. Ich bin eine Person, die sehr viel zu Fuß geht und Schuhe, die nicht passen, sind ziemlich blöd. Klar, gibt es auch mal Date-Schuhe, aber es muss alles im Rahmen bleiben.
Ich bin erstmal sehr froh, dass ich mich von so viel trennen konnte. Dann ist es wirklich eine ganze Menge geworden. Meine Mutter wird wahrscheinlich einen Freudenschrei ausstoßen, wenn sie nach Hause kommt und sich für viele Schuhe nicht aussortiert habe, weil natürlich unser Schuhschrank, wir sind zwei Frauen, sehr voll ist. Meine Mutter liebt Schuhe auch. Ich weiß, dass es immer noch für sehr viele sehr, sehr viel sein wird. Ich habe früher sehr viele Schuhe gekauft, die nicht so hochwertig waren von Deichmann oder H&M. Wie gesagt, mittlerweile kaufe ich eigentlich wirklich, ich würde sagen, 95% aller meiner Schuhe auf einem Kleiderkreisel. Und ja, von daher bin ich dann mittlerweile im Frieden. Man muss auch sagen, dass meine Füße seit der dritten Klasse nicht mehr gewachsen sind. Von daher, wie gesagt, diese Schuhe habe ich, es ist keine Lüge, glaube ich, mit 13 oder 14 gekauft. Es hat mir einfach Spaß gemacht, da rumzulaufen. Und ich passe immer noch rein. So ist es nämlich. Die Schuhe hatte ich in der siebten Klasse für den Sportunterricht gekauft. Aber ja, es ist eine Liebe. Ein paar Schuhe habe ich, wie gesagt, auch geerbt. Aber ja, ich glaube, bei diesen Schuhen hier. Es werden noch weniger werden mit der Zeit, weil ich, wie gesagt, einfach nicht so gerne flachen Schuhen rumlaufe. Das ist nicht so gut für mein Body-Image. Auch bei den High Heels, glaube ich, da werden noch mal einige aussortiert werden. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt eigentlich ziemlich zufrieden erstmal. Ich liebe eben auch Schuhe. Ich habe für jeden anders jetzt was. Aber ich bin auch einiges an Ballast losgeworden. Und unser Schuhschrank wird jetzt deutlich weniger vollgestopft sein. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass ihr alle Schuhe einigermaßen gut erkennen konntet, dass es mit dem Licht noch ging. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es jetzt geworden ist. Ich entschuldige mich schon mal, falls man manchmal Schuhe nicht richtig gut gesehen hat. Oder falls ich vielleicht ein bisschen schnell geredet habe. Ich wollte es, wie gesagt, unbedingt noch bei Tageslicht fertig kriegen, dieses Video. Und das habe ich jetzt halbwegs geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und euch vielleicht noch motiviert, dass ihr eure Schuhe mal aussortiert. Falls ihr auch so viele habt wie ich. Denn ich glaube, wenn man jetzt so drei Paar Schuhe hat, muss man nicht so aussortieren. Aber ich bin da eine ganz typische Frau, entspreche dem Klischee, dass Frauen Schuhe lieben, aber das ist nun mal. Ihr könnt sehr gerne, wenn ihr möchtet, bei meinen anderen Aussortiervideos vorbeigucken. Die verlinke ich euch in der Infobox. Ich habe auch eine Playlist, die verlinke ich auch in der Infobox, wo ihr euch alle meine Aussortiervideos angucken könnt. Ich war da sehr unmotiviert weiterzumachen, aber ich dachte mir, das ist ganz gut, weil ich ja nicht so viel anprobieren muss. Das ist ein bisschen entspannter. Und ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch so viele Schuhe habt wie ich, ob ich da ganz alleine mit bin, ob ihr vielleicht nur drei Paar habt und denkt, wow, wie viele Schuhe hast du bitte? Oder ob ihr, wenn ihr euch nochmal eure Schuhe so durchzählt, doch denkt, wow, ist doch ganz schön viel, mehr als ich dachte. Weil man denkt nie, dass man so viele Schuhe, wie man dann echt hat. Zumindest geht es mir immer so. So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.